Hudala. Donnerstag. Ach Quatsch. Dienstag. Und heute bin ich dran. Yeah. Ich freue mich total. Und zwar Wunderwelt Mädels Katalog Countdown. Und heute ist mein Beitrag an der Reihe und geplant. Und naja, wir werden mal sehen, wie es denn so wird. Schön. Ihr Lieben. Ich freue mich total, dass schon wieder einige da sind. Und ich hoffe, dass Bild und Ton funktioniert. Bild funktioniert zumindest bei mir, sehe ich gerade. Ton kann ich nicht beurteilen. Das müssen Sie mir sagen, ob das hinhaut. Aber ich hoffe mal und drücke mir die Daumen, dass auch das klappt. Schön. Also, ein liebes Hallo in den Chat natürlich. Für alle, die jetzt wieder fleißig mitschreiben. Und auch an alle anderen, die stillen Zuschauer sind. Ich freue mich total, wenn Sie dabei sind und reinschauen und mit am Start sind sozusagen bei unserem Wunderwelt-Mädels-Katalog-Countdown. Es sind nur noch wenige Tage, ihr Lieben. Ihr seht, wir sind heute schon bereits an Tag 5 angelangt. Das ist ja unfassbar, oder, ihr Lieben? Also jetzt haben wir schon den 5. Tag von unserem Katalog-Countdown, 7 Tage im ganzen Sens her. Also heute bin ich an der Reihe, morgen noch die Cornelia Dittmar. Da bin ich schon super gespannt, was uns die Cornelia zaubern wird. Auf das freue ich mich total. Und am Donnerstag zum Abschluss bin dann ich nochmal dran. Und wir haben ja schon unfassbar viele schöne Sachen gesehen, oder? Also ich hoffe ja, dass Sie alle bei meinen Mädels fleißig reingeschaut haben. Einen Auftakt hat ja die Carina gemacht am Freitag, da war ich mit am Start live, das war total super. Hat mir mega gefallen mit ihrem Feuerwerk, war total cool. Und am Samstag war ja die Beatrix dran, die aus dem Stempelset mit den Ilex-Zweigen eine hammermäßige Herbstkarte gezaubert hat. Bin ich immer noch hin und retour, wie cool. Und am Sonntag, die Yvonne hat mit ihrem Gematsche natürlich auch den Vogel abgeschossen. Das war ja wirklich auch total der Oberknaller, oder? Der Effekt war doch der Oberwahn. Mir hat es so ein ganz bisschen an Nordlichter auch erinnert. Der Effekt von dem, was hat sie da verwendet? Bonbonrosa, glaube ich, oder? Oder war Bonbonrosa gestern bei der Susanne? Ich weiß es nicht mehr genau. Die Mädels, sie bringt schon ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall, ich kann mich erinnern, sie hat viel mit Blau rundherum gearbeitet und innen drinnen war so ein bisschen bunter und war sensationell. Ich habe es super gut gefunden. Und gestern, die Susanne war natürlich auch ein Knaller. Also die Art, das zu nützen mit dem Hintergrund, mit dem so ganz schnell zu malen und dann auszustanzen, ist natürlich schon super cool. Und die Susanne ist natürlich... der Oberknaller, was so das Zusammenfügen der Karten angeht. Also so wie sie selber sagt, mittendrin hat sie manchmal das Gefühl, das ist jetzt überhaupt nichts. Aber am Ende sind die Karten jedes Mal ein totaler Traum. Also bis dato bin ich sehr, sehr happy und zufrieden mit meinen Mädels. Und vor allem bin ich mega überrascht, wie sie alle das Thema Aquarell für sich aufgebaut und ausgebaut haben sozusagen und da wirklich coole Sachen gezeigt haben und gar nicht so, wie ich es erwartet habe. Ich habe ja eigentlich das viel Traditionelle erwartet mit was abgestempelt und ausmalen und so, aber das haben sie ja bis dato eigentlich alle noch nicht gezeigt. Von daher werde ich mich heute mal ein bisschen ans Ausmalen wagen. Wobei, wagen stimmt nicht ganz. Ihr alle wisst, dass ich ja das liebe. Ich liebe es ja, mit Wasser, Tankpinsel und Stempelfarben zu malen. Das ist ja total mein Ding. Ja, und weil das eben so total mein Ding ist, habe ich da dazu natürlich ein ganz perfektes Stempelset. Und zwar die Apfelernte. Die Apfelernte ist mein Stempelset. Das ist kein Produktpaket, leider. Ich fände total schön, wenn wir ein paar schöne Standsteile dazu hätten. Aber ich bin auf andere Standsteile ein bisschen ausgewichen, die ich dazu kombiniert habe. Jedenfalls ist die Apfelernte mein Set. Und was wird sich besser eignen zum Aquarellieren als so ein Stempelset, oder? Also die Äpfel auszumalen ist natürlich, oh, ich liebe es, totaler Traum. Ja, und damit habe ich mich heute tatsächlich den ganzen Nachmittag gespielt. Ich habe schon einige Ideen nämlich im Kopf gehabt. Und heute Nachmittag habe ich mich dann dran gesetzt und habe mal ein bisschen probiert und gezaubert.
Ja, Beatrix. Aber mittendrin bin ich heute Nachmittag auch einmal kurz verzweifelt und habe mir gedacht, oh Mann, hoffentlich langweile ich euch nicht total mit meinem Video, nachdem ihr alle ja so Mega-Videos rausgehauen habt. Aber ich habe mir gedacht, naja, was soll's? Ich zeige euch halt einfach, was ich mir so überlegt habe. Und so als kleines Gimmick, will man das so nennen? Na, als kleine Überraschung habe ich mir überlegt, ihr dürft heute euch aussuchen, welche Karte wir basteln. Ich kann mir nämlich schlicht und ergreifend überhaupt nicht entscheiden, was ich machen soll. Und zwar zeige ich euch jetzt einmal einfach meine Schätze. Ich habe mich ein bisschen in Hintergrund aquarellieren und aber auch Ausmalen vom Stempelabdruck gewagt. Das ist also jetzt eine Variante, die so ganz eine Spur vielleicht Vintage angehaucht ist, aufgrund des Savanne-Untergrundes und auch von dem ausgestanzten Büttenrand. Und ich zeige es euch einmal ein bisschen näher. Das ist halt das, was ich total liebe. Ich liebe es einfach, das auszumalen und mich da ein bisschen zu spielen und die Farben miteinander ein bisschen, ja, wirken zu lassen und dem Ganzen einfach so ein bisschen Leben einzuhauchen. Finde ich einfach total cool. Und ja, freue mich jetzt schon einmal total, dass ich da drinnen zumindest ein Wow ließ oder zwei Wow. Also, es dürfte euch gefallen. Das ist also eine der Varianten, die wir heute zum Beispiel basteln könnten. Oder aber, das war tatsächlich mein erster Prototyp. Das ist diese Variante. Ein bisschen eleganter, mit weißem Untergrund, ein bisschen geprägten Untergrund und die Äpfel als Apfelast sozusagen ausgemalt. Finde ich irgendwo auch recht cool. Hat auch was. Bin gespannt, was ihr sagt. Das ist also meine zweite Variante. Auch die könnte man machen. Ist ein bisschen, dauert ein bisschen länger als die, weil einfach mehr zu malen ist. Aber es ist auch eine recht geschickte Sache. Und meine dritte Variante, weil irgendwie habe ich mir noch gedacht, okay, irgendwas muss ich noch probieren. Und meine dritte Variante war dann diese. Und die finde ich auch total mega. Also ist durchaus auch eine Karte, die mir super gut gefällt. Mit dem großen Apfel, ein bisschen angeschnitten sozusagen, nicht als Ganzes gezeigt. Also man kann ihn ja als Ganzes abstempeln. Das ist nämlich der. Aber dann habe ich ihn eben, ja, angeschnitten, weil mir das ganz gut gefällt, wenn man nicht den ganzen Apfel als fertiger sieht. Hat natürlich auch was. Aber ja, irgendwie finde ich die Variante auch hübsch. Und da den Apfelast sozusagen im Hintergrund gerade ganz schlicht mit Savanne gestempelt und ein bisschen nachgearbeitet. Also ich liebe diese Variante tatsächlich auch total. Mir gefällt das auch total gut. Und wie gesagt, ich habe mich dann nicht entscheiden können. Es sind alles drei ausgemalte Variante. Also das ist das, was mir am meisten liegt. Und damit bin ich da meinem treu geblieben sozusagen. Und die Variante habe ich dann da nochmal ganz mini als Deck gemacht, weil ich einfach zeigen wollte, man kann das so als Einzeldeck natürlich auch super machen oder als Anhänger. Jetzt gerade zum Beispiel, wenn man Apfelmarmelade gemacht hat oder Apfelsaft oder Apfelgelee oder einen Apfelkuchen und man bringt ein Stück oder schenkt irgendjemandem was, dann kann man natürlich total super so einen Anhänger machen und das Ding in Zellophan einpacken und dort das draufhängen, ist natürlich ein Knaller, nicht? Mit kleiner Gruß aus meiner Küche. Also ich finde das Stempelset ist wirklich, wirklich, wirklich super. Und von daher, ja, bin ich ganz happy mit dem Set und finde, man kann einfach total viel machen. Und möchte man mit euch das noch gern kurz anschauen. Also wir haben da drinnen, das wird ganz schnell wieder gesund. Finde ich ganz super. Wir haben kleiner Gruß aus meiner Küche, was ich da auf dem Deck aufgesetzt habe. Wir haben Danke, du bist ein Schatz. Das habe ich da auf der Karte drauf. Und wir haben eben diese drei Apfelmotive, die Apfelblüte und den kleinen Hintergrundstempel, der dort zum Einsatz gekommen ist. Also es ist wirklich ein super, super, super. Kann ich nur total empfehlen. Und es ist ganz, ganz mega, wenn man die Äpfel abstempelt, wie die wirken. So, jetzt werden wir da mal ein bisschen gucken, wofür sie sich so entschieden haben. Oho, die erste Karte kommt wohl bei allen sehr, sehr gut an. Die erste gefällt mir am besten, schreibt die Monika. Ursula sagt auch Karte 1, Maria sagt Karte 1, Annika 1.
Cornelius, für alle drei, wie süß. Dankeschön. Total nett. Die Karte mit dem Ast. Die haben jetzt beide einen Ast eigentlich. Welche jetzt, Cora? Das war die erste, das war die zweite, das war die dritte. Die Sandra wäre total für Karte 2. Wie süß. Aber im Moment habe ich so mein momentaner Eindruck laut Chat ist wirklich, dass ihr am allerliebsten die erste sehen wollt. Also zumindest taucht die 1 wirklich ganz, ganz viel auf. Die Anneke wäre für die 2, die Regina ist auch für die 1, die Edith sagt 1 und 2. Okay, 1 und 2 sind ja, ähnlich und irgendwie auch nicht, aber wir können einfach einmal mit der 1 beginnen und ich kann euch ja bei der 2 vielleicht gerade das Ausmalen noch mal ein bisschen zeigen. An und für sich sind die ähnlich und irgendwo auch wieder nicht. Tja. Okay, aber ich habe verstanden, was euch gut gefällt und von daher würde ich sagen, starten wir einfach mal los und schauen uns einmal, beginnen wir mal mit der 1er und ich mache einfach den Aufbau von der Karte, aber bastel sie vielleicht nicht fertig, dann kann ich euch da auch noch ein Stück halt zeigen. Ah. Bei der Gitta, der Favorit ist der 2. Narzisste. Sehr gut. Okay, schön. Für Karte Nummer 1, die Vintage-Variante, brauchen wir auf jeden Fall ein Papier, das super viel Wasser vertragt. Das heißt, da müssen wir unbedingt als Grundpapier Seidenglanz verwenden. Und da habe ich ein Stück Seidenglanz. Und das Seidenglanz schneide ich mir gerade einmal so grob zu auf ungefähr 11 cm. Und von der Länge her, was haben wir da? Da haben wir jetzt gut 15, das lasse ich mir jetzt gerade so. Das kürze ich jetzt nicht ein, weil wir ja dann den Rahmen verwenden von dem Büttenrand. Und da habe ich tatsächlich das größte Teilchen genommen. Also das ist der größte Rahmen von dem Büttenrandrahmen. Der passt da jetzt schön drauf. Dann braucht man nicht so aufpassen, wo wir uns genau befinden mit dem Arbeiten. Damit lassen wir uns das Feld. Okay, dann brauchen wir eine wasserfeste Unterlage. Und bei der wasserfesten Unterlage, da kann ich euch total empfehlen, dass sie sich gerade von einem Glanzpapier oder so, die sind bei uns oft so eingepackt, wo man so das aufziehen kann. Und wenn sie sich da die Graupappe drinnen lassen und gerade 2 Blatt Kopierpapier reingeben, dann haben sie eine ganz super wasserfeste Unterlage. Also das mag ich total gern, das verwende ich super gern, weil es total leicht ist. Ich habe mir mal als wasserfeste Unterlage, so wie ich glaube ganz viele, eine Glasplatte gekauft, extra für solche Arbeiten und verwende die so gut wie nie, weil mir die einfach zu schwer ist. Und das Teilchen ist natürlich super leicht, das braucht nicht viel Platz, das ist schnellstens handgemacht, kostet nichts, weil es eh Verpackung ist und in den Müll wandern würde. Von daher, mit dem habt ihr eine super perfekte, wasserfeste Unterlage. Gut, da lege ich mir also mein Papier drauf. Okay, dann sehe ich gerade, die Beatrix hat eine Frage. Verträgt Aquarellpapier weniger Wasser? Nein, Beatrix, Aquarellpapier würde sogar noch mehr Wasser vertragen, aber Seidenglanz passt. Also das reicht uns völlig aus. Wir arbeiten zwar wirklich mit viel Wasser, aber wir werden in dem Moment, wo viel Wasser auf dem Papier ist, nicht wirklich viel hin und her schruppern und von daher reicht uns Seidenglanz. Aquarellpapier ist dann super, wenn man mit dem Pinsel noch viel hin und her malt und nochmal und nochmal und nochmal, dann ist Aquarellpapier super. In dem Fall möchte ich jetzt lieber das Seidenglanz, weil es von der Papierstruktur her eine Spur glatter ist und aber trotzdem sehr, sehr gut Wasser vertragt. Gut, dann unerlässliche Dinge fürs Aquarellieren sind natürlich noch nah in erster Linie unsere Wassertankpinsel. Eh klar, nicht? Also das ist einmal Basisding Nummer 1, was wir brauchen. Und das Zweite, was wirklich super ist, wenn man viel und gern mit Wasser arbeitet, sind unsere Stampin-Spritzer.
Die kosten wirklich nicht viel. Ich glaube, die sind so bei die rund um die 4 Euro oder so ungefähr. Sind 2 Stück drinnen. Also die funktionieren tippitoppi und halten natürlich ewig. So ein Ding wird ja kaputt auch nicht. Und ist wirklich eine gute Investition, wenn Ihnen einmal zum Beispiel, so wie jetzt auf die Celebration, gerade noch so ein kleiner Teil fehlt, um die nächste Prämie zu kriegen, dann denken Sie vielleicht einmal an den Stampin' Spritzer. Das ist so ein perfektes Ding, um eine Bestellung nur, um eine Kleinigkeit zu erhöhen, um eine Prämie zu kriegen oder Shoppingvorteile oder was auch immer. Stampin' Spritzer, ganz gut. Okay, und dann brauchen wir natürlich auch Küchenrolle. Küchenrolle ist auch so das A und O zum Arbeiten mit Wasser. Also das sind so die unbedingten Basisdinge, die wir auf jeden Fall brauchen. Ganz fein und angenehm ist dann im Zuge dessen auch immer ein Föhn. In dem Fall ist unser Embossing-Föhn natürlich ein Hit, weil er Stufe 1 und Stufe 2 hat und wir ja mit Stufe 1 dann das Papier trocknen werden. Das wird jetzt ein bisschen dauern heute. Also ihr habt euch natürlich das ausgesagt, was ein bisschen Trocknungszeit danach braucht. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Schön. Okay, also Papier auf die wasserfeste Unterlage, Stampin' Spritzer mit Wasser füllen und dann spritzen wir da mal gewagt drauf. Und zwar wirklich so, da darf schon ein bisschen ein Wasserfilm drauf sein. Gell? Also ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da ist schon ein bisschen so ein Wassersee drauf. Das Papier fängt sich dann auch ein bisschen an zu wölben. Jetzt nicht die Krise kriegen, wir brauchen das nicht ankleben. Das geht auch so. Dann brauchen wir für unseren Untergrund ein bisschen Sommersorbet. Das ist wirklich eine sehr gute Farbe für die Apfelgeschichte. Und Papaya. Papaya ist mega fürs Apfelinnere. Ihr könntet jetzt natürlich auch Safrangelb probieren. Aber Papaya ist wirklich super. Also funktioniert für meine Begriffe total gut. So, jetzt habe ich zu lange gequatscht. Spritzen wir da noch mal ein bisschen nach. Und wir brauchen jetzt in erster Linie den großen Wassertankpinsel. Und ich lege mir auch immer so ein kleines Schälchen, das ist eigentlich ein Mini-Marmeladenglas mit Wasser dazu, weil ich jetzt einfach viel Wasser brauche für die Tinte. Und ich möchte jetzt nicht ewig da hinten drauf drücken müssen, damit nehme ich mir immer so ein Schälchen. So, und jetzt nehme ich mir da die Tintenfarbe und tupfe da gerade in diese Wasserpfütze rein sozusagen. Also ihr seht, es ist anständig nass. Es verrinnt da gleich ein bisschen, es ist ganz praktisch. Und da machen wir uns jetzt da einen Papaya-Fleck und dann holen wir uns gleich das Sommersorbet ein bisschen dazu und fahren uns da noch so außen rum. Und ihr seht auch, wenn sich das anfängt mit dem Papaya so ein bisschen zu mischen, kriegt das eine wunderschöne Farbe. Also die zwei, Papaya und Sommersorbet, das vertragt sich super gut miteinander. Macht ganz einen schönen Effekt. Da sind wir zu trocken. Ich will ja nicht gern, dass das da so fleckig wird. Deswegen immer vorher gut nass machen, sonst wird das da dann so, hat man dann keinen schönen Verlauf, sondern hat eben so Flecken, aber in dem Fall ist es jetzt halt so. Ich hab einfach zu viel gequatscht, sagen wir es, wie es ist. Okay, und da drinnen müsst ihr euch aber bitte genug in den Papaya lassen, also da jetzt nicht mehr wundern, wie immer dumm manchen. Und auch noch ganz wichtig, unser lila Schwämmchen. Das lila Schwämmchen ist ganz, ganz super, um die Farbe aus dem Wassertankpinsel rauszuwischen. Dann braucht es eben nicht so viel hinten draufdrücken, weil das hinten draufdrücken auf diesen Wassertankpinsel, das kostet natürlich schon ein bisschen Kraft in die Finger. Und ich weiß, dass viele nicht mehr so viel Kraft in den Händen haben, inklusive mir übrigens auch. Und von daher helfen wir uns natürlich da, wo wir können. Jetzt holen wir uns noch mal ein bisschen Farbe. Und britscheln wir da noch so ein bisschen rein. Ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr von dem Papaya. Ich möchte da noch ein bisschen mehr Farbe haben. Und das da vor allem noch so ein bisschen Übergang haben. Okay, also ihr könnt es da ruhig ein bisschen manchen, hat die Yvonne das so süß genannt, oder? Ein bisschen manchen. Okay,
Gut, so bin ich da ganz, ganz happy damit. Und ihr könnt jetzt auch, wenn ihr wollt, da ganz ein kleines bisschen mit der Küchenrolle hinfahren und ein bisschen des Wassers ein bisschen absaugen. Aber Vorsicht, nicht zu viel, sonst zieht es euch natürlich auch zu viel Farbe weg. Also nicht Wunder wie drauf touchen, sondern wirklich nur hinhalten, sodass das ein bisschen ansaugen kann. Da oben auch, können wir auch ein bisschen ansaugen. Okay, sehr gut. So, jetzt ist die ganze Geschichte natürlich super nass, gell? No, eh klar. Wenn das so ganz, ganz nass ist, ich habe schon gesehen, dann legt sich das Papier auch wieder so ein bisschen hin. Aber es wälzt sich natürlich. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Ich halte es einmal näher, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich finde, das hat jetzt echt eine richtig schöne Färbung. Und jetzt werden wir das Ganze natürlich ein bisschen mit dem Föhn trocknen. Und ihr seht schon, gerade beim großen Pinsel ist das lila durch natürlich total super, weil ihr das richtig schön raus, die Farbe rausholen könnt. Ah, ist einfach angenehm. Ist viel, viel angenehmer, als da hinten so fest drauf drücken zu müssen. Okay, so. Gut, jetzt müssen wir föhnen. Es wird also wahrscheinlich ein bisschen lauter werden. Und föhnen bitte immer auf Stufe 1, gell? Nicht auf Stufe 2, das wird zu heiß, sondern wirklich auf Stufe 1 föhnen. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen geduldig sein, weil das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Aber schaut halt dann einfach gut aus. Und wenn ihr irgendwo so ein bisschen Wasserpfütze habt, dann haltet das Papier wirklich schön gerade. Dann verrinnt das ein bisschen und dann wird es dann auch schneller trocken. Mit dem Trocknen, es findet natürlich das Papier nicht so super. Muss man ganz klar sagen. Papier findet nass sein per se schon mal überhaupt nicht super. Und wenn es dann noch unter Anführungszeichen gewaltsam getrocknet wird mit so einem Föhn, dann findet das Papier so richtig doof und wälzt sich noch natürlich. Ist eh klar, nicht? Also die Papier sagt, Daniela, hast du einen Knall? Ich will doch nicht nass sein und dann noch geföhnt werden. Findet einfach, also Seidenglanzpapier findet das wirklich einfach überhaupt nicht super. Aber ich sage dann zu dem Seidenglanzpapier immer, liebes Papier, sei jetzt nicht so zickig, ich verpasse dir danach dafür eine Massage. Nicht? Papier massieren kommt dann etwas später, dann wird es nämlich auch wieder ein bisschen gerader. Okay, also ihr seht schon, es wälzt sich wirklich nach oben, nach unten, nach hinten und her. Ist ganz normal. So. Es wird natürlich auch jetzt mal ein bisschen anders. Auch das ist ganz normal. Und fahrt wirklich zum Föhnen hinten und vorne hin. Es braucht einfach ein bisschen. Und wenn es anfängt, sich ganz wild zu krümmen und zu wellen, dann wisst ihr, okay, schön langsam wird es trockener. Weil je trockener das wird, desto mehr krümmt es sich, wenn man es föhnt. Es findet einfach, Papier findet es einfach nicht so cool. Man muss es einfach so sagen. Okay, schaut schon ganz gut aus. Sieht schon ganz gut aus. Ich föhne übrigens das Ding immer in der Luft, weil, wenn ich jetzt Vollgas da auf meine Arbeitsfläche runterföhne, das ist auch Papier. Dann wälzt sich das auch. Und ich will ja nicht, dass sich meine Unterlage total wälzt, logischerweise. Deshalb föhne ich immer in die Luft, so als kleinen Tipp am Rande. Ich hoffe ja, dass ihr es mir neben diesem ganzen Geföhne überhaupt verstehen könnt und ich da nicht so quasi in den Föhn Wind reinquassle, so quasi, in den Föhnlärm. Okay, so, jetzt schaut das Ganze ziemlich wüst aus. Und ihr werdet euch vielleicht denken, Himmel, und das soll jetzt auf der Karten kleben. Jetzt fangen wir an mit unserer Papiermassage. Das heißt, wir nehmen das Papier zwischen Zeigefinger und Daumen und streichen das Papier über den Daumen drüber. Die Papierflüsterin, ja genau, Kerstin. Und zwar wirklich, aber vorsichtig, gell? Jetzt nicht volle Tube, weil dann würdet ihr das Papier natürlich knicken. Und wir wollen auf gar keinen Fall einen Knick haben. Also knicken wollen wir es nicht. Wir wollen es nicht brechen, sondern wir wollen das Papier zart massieren. Und sagen, komm, entspann dich, gutes Teil, Schlimmste ist vorbei. Du warst nass und nass sind wir keiner, aber jetzt bist du wieder trocken, alles ist gut.
darfst dich entspannen, darfst wieder in die Horizontale gehen. So ungefähr, ne? Manchmal habe ich das Gefühl, es wäre mit einem Wuffi. Also Hunde mögen ja auch oft nicht so gern gebadet werden und so. Die brauchen dann auch danach ein bisschen Streicheleinheiten und so ist beim Papier auch. Ich finde es einfach auch nicht so klasse. Aber wenn ihr das macht und so ein bisschen da drüber massiert sozusagen, dann findet einfach auch Papier, findet das ganz klasse. Sagt auch, ja, ich fühle mich schon viel weicher und ich fühle mich schon viel geschmeidiger und feiner an. Und dann wird das. Dann wird das ganz gut. Also fahrt einfach drüber, massiert das Ding von vorne, von hinten. Und ihr seht schon, schaut schon viel besser aus, oder? Ich hoffe, man kann das ganz gut sehen. Und wenn das dann einmal so ist, dann lässt sich das dann auch richtig schön aufkleben. Da passiert dann nicht mehr viel. Das ist dann, da lässt sich das jetzt schon ganz gut überreden, so quasi. Man kann Papier auch bügeln, Elisabeth, ja, das ist natürlich auch eine gute Idee, aber wenn Papier, so wie da, also ich würde es dann bügeln, wenn es trocken ist, also nicht, wenn es nur eine feuchte Schicht hat, dann würde ich nicht unbedingt mit einem Bügeleisen draufgehen, aber wenn es so wie da jetzt trocken ist, dann kann man es durchaus auch einmal probieren mit Bügeln. Allerdings Dampf aus, gell, ihr Lieben. Also die meisten haben ja beim Bügeleisen automatisch den Dampf ein und das ist natürlich nicht so gut dann, ne? Weil dann ist wieder feucht, findet das Papier nicht so klasse, wie ihr wisst. Also Dampf aus, dann kann man durchaus probieren, Papier auch zu bügeln. Funktioniert natürlich. Ja genau, Papier hat bei mir eine Wohlfühloase, genau so ist es. Aber ihr seht schon, das lohnt sich natürlich. Also das funktioniert natürlich. Ihr müsst ein bisschen geduldig sein. Und ich sage ja immer, ihr sagt ja immer Papier streicheln. Nicht? Heute haben wir heute mal Papier gestreichelt und lieb gehabt. Jetzt ist es soweit. Es ist jetzt soweit, dass es weiter bearbeitet werden mag. Und so legen wir jetzt weiter los. Und zwar brauchen wir jetzt unseren Stempelabdruck. Und da haben wir uns ja für den entschieden, der den halben Apfel drinnen hat. Und den stempel ich mir jetzt ab mit Savanne. Okay, wir tauchen das ganze Ding ein. Und jetzt stempel ich mir das natürlich so drauf, dass es auf diesem, also dass der halbe Apfel, zumindest der halbe Apfel, auf diesem hellen Fleck ist. Das ist ganz wichtig, weil da ist ja der Anschnitt vom Apfel, nicht? Also wir wollen den schön hell haben, den Anschnitt. Und wenn ihr dann so wie ich jetzt da ein dunkleres Fleckerl habt, dann achtet vielleicht darauf, dass ihr die Kerne so bei dem dunkleren Fleck ein bisschen habt. Ich hoffe, ich triff das jetzt. Werden wir schauen. Wir probieren das mal. Ja, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Der Apfel ist schön im Hellen, auch die Blüte nur wunderbar. Hinten, der darf ruhig ein bisschen im Rötlichen sein, weil da werde ich eh noch ein bisschen röter, sozusagen. Okay, damit haben wir jetzt unseren Stempel da drauf platziert. Jetzt können wir beginnen mit Malen. Jetzt geht's richtig los. Jetzt kommt der Teil, der mir natürlich am meisten Spaß macht, und zwar den Apfel so richtig schön auszumalen. Da brauchen wir jetzt wieder unser Sommersorbet. Ich finde, das Sommersorbet funktioniert für rote Äpfel wunderbar. Ganz, ganz wunderbar. Okay, also, wir drücken noch mal ein bisschen Farbe rein. Zum Farbe reindrücken, nehmt wirklich den Daumenballen zur Hand. Das funktioniert super. Nehmt es so in die Hand, dass ihr das Kissen richtig schön zwischen eure Daumenballen drinnen habt, verschränkt vorne die Finger und drückt hinten kräftig zusammen. So geht es am leichtesten. Das schaffen dann so auch die, die sonst nicht so viel Kraft in die Hände haben. Die sollten auch so mit dem Zusammendrücken vom Stempelkissen Farbe in den Deckel reinkriegen. Wenn Sie für sich merken, das schaffe ich auch so nicht, dann nehmen Sie ein, zwei Tropfen Nachfülltinte. Geht auch. Kein Problem. So, dann schieben wir unser geöffnetes Kissen so gerade einen guten Zentimeter zurück rein. Ihr wisst ja, dann kippt es nicht mehr auf, sondern es steht richtig fein da.
Und so öffnen wir uns jetzt eine nach der anderen. Und zwar brauchen wir, sagen wir so, wir brauchen auch noch mal unser Papaya. Und auch da machen wir es gleich. Wir drücken die Stempelkissen und schieben ein kleines bisschen retour. Dann braucht man natürlich einen Grünton. Und für einen Grünton nehme ich mir grüner Apfel. Da kann auch noch ein bisschen Farbe gebrauchen. Und wir brauchen natürlich noch ein bisschen einen dunkleren Grünton dazu. Da nehme ich mir Olivgrün. Olivgrün ist ein wunderbarer Grünton. Also für alle die, die mich fragen, was ist denn so, was würde ich denn empfehlen, so als Basisfarben, dann empfehle ich bei Grüntönen wirklich total super gern grüner Apfel, weil es so ein frischer Grünton ist, und das Olivgrün dazu, weil es miteinander sehr, sehr schön harmoniert und das Olivgrün einfach so ein Tatschen dunkler ist. Also da könnt ihr mit den beiden Grüntönen könnt ihr unwahrscheinlich viel schon machen. Alles dazu ist schön, aber natürlich ein bisschen Luxus. So, gut, da haben wir also jetzt unser Olivgrün. Und wir brauchen noch ein bisschen Wildleder für den Stamm. Da haben wir noch genug drin. Das legen wir jetzt da her. Und so schaut das bei mir dann auch wirklich aus, auch wenn ich persönlich jetzt ohne euch, dass ihr mir da zuschaut, meine Sachen färble, ich richte mir das wirklich immer so her, dass ich meine Farbpalette richtig schön da habe. Und so kann man einfach total super gut arbeiten. Ah, Hedi, eine wunderbare Frage. Die Hedi fragt gerade, warum ich den grünen Apfel als ersten Grünton, sage ich jetzt einmal, oder als Basisgrünton, mehr empfehle als Papageiengrün. Ich finde Papageiengrün super. Und auch Papageiengrün ist halt durchaus bei mir dabei. Habe ich verwendet bei meiner Karte Nummer 2. Superbärig. Aber Papageiengrün ist einfach ein bisschen ein schrilleres Grün. Das ist nur mal um einen Ticken heller als Apfelgrün und einfach geht eine Spur mehr ins Gelbliche. Das ist ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen, ein bisschen neongrüniger. Und deshalb finde ich, als grüner Apfel, als Grundton, wenn man jetzt noch gar keine Stempelkissen hat, einfach um den Touchen wichtiger oder feiner oder angenehmer, weil es ein bisschen ein neutralerer, frischer Grünton ist. Nicht so neongrün. Wer jetzt grüner Apfel hat, da würde ich unbedingt sagen, ja, Papageiengrün total gerne dazu, weil es das grüne Apfel nur mehr ein bisschen frischer macht. Aber müsste ich mich entscheiden und sagen, okay, ich habe jetzt Budget für 2 Grüntöne, dann würde ich sagen, grüner Apfel, Olivgrün. Okay, so. Das ist aber persönlicher Geschmack, gell? Andere sagen wieder, ich finde Papageiengrün viel, viel besser als Apfelgrün. Also das ist einfach, ihr wisst es eh, das ist so viel persönlicher Geschmack bei den Sachen. Gut, ihr Lieben, dann legen wir los. Und zwar nehme ich jetzt von meinem Wassertankpinselset den Pinsel mit dem größeren, mit der größeren Pinselspitze. Wir haben ja da die Pinselspitze in der stärkeren Stärke und in der feineren Stärke, nenne ich es jetzt mal. Ich liebe total den größeren. Den finde ich einfach, weil der einfach für so größere Flächen auch gut geht. Der geht aber auch für feine Arbeiten total gut. Und ich bin nicht eine, die ganz viel Pinsel tauscht. Weil ich bin dann mit dem Pinsel in der Farbe und dann gehe ich in die Farbe und dann muss das alles miteinander mischen und das ist einfach total super. Und deshalb mag ich nicht so gern viel Pinsel tauschen. Und deshalb verwende ich gerade für die Arbeiten auf meine Karten total gern dann zum Malen den Pinsel, solange es nicht ganz extrem fein wird. Und deshalb ist das mein Standardpinsel, der stärkere. Auch da wieder sind wir total bei Geschmack. Also der eine macht es lieber so und der andere lieber so. Also das müsst ihr einfach ausprobieren. Okay, heute ziehe ich euch nur ganz minimal näher rein, weil ich nicht so weit raus kann. Ich hoffe, das reicht und ihr seht das noch gut. Also mal schauen, ob ich da ein bisschen weiter nach hinten noch kann. Aber ich kann nicht weiter hintere und ich brauche einfach die Farben. Und ich glaube, es ist auch mal ganz spannend, wenn ihr mir ein bisschen zuschauen könnt, wie ich da drinnen um und um Manschka, sage ich jetzt einmal. Also hin und her wechsle sozusagen. Und ich habe auch immer mein kleines Wassergläschen nebenbei. Stelle ich mir jetzt einmal. Ah, ich traue mir es nicht da verstellen. Ich stelle mir es da her.
dann könnt ihr es auch noch singen. Okay, gut. Und mit dem hole ich mir jetzt tatsächlich auch schon einen Tropfen Wasser und gebe mal so ein bisschen Grundwasser. Grundwasser ist auch nett, oder? So ein bisschen Grundwasser gebe ich da jetzt einmal überall rein, so an die Ecke, damit ich mir da gerade so ein bisschen das Wasser holen kann bei Bedarf. Und ihr seht schon, das geht natürlich mit so einem Wasserglas wesentlich angenehmer, als wenn man da hinten so viel draufdrucken muss. Also so geht es halt mir. Und ein kleines bisschen geben wir uns auch da rein. So, okay. Das Tuch habe ich immer in meiner linken Hand. Also ich bin Rechtshänder, deshalb habe ich das, also das Tuch habe ich immer in der Hand. Und dann geht's los. Und zwar werden wir uns jetzt das allererstes, ist im Prinzip total wurscht, mit was wir beginnen. Ich beginne mit dem hinteren Apfel. Und damit starte ich jetzt mal mit Papaya, mit dem hellsten Ton. Bei Aquarellarbeiten ist es immer so, ihr könnt es nur dunkler werden. Heller werden auf Aquarell ist schwierig bis gar nicht möglich. Deshalb müssen Sie beim Malen immer mit den helleren Tönen beginnen. Und deshalb verwendet man Papaya. Und ich verwende auch diese Wasserpfütze und hole mir da jetzt gerade mal so ein bisschen dazu und nehme ganz einen verdünnten Papaya-Ton. Und mit dem fahre ich jetzt da gerade mal drauf und mache so quasi diesen Apfel nass. So, okay. Und jetzt fahre ich darüber in dieses Sommersorbet und hole mir das dazu. Achtung mit den Linien draußen, ihr seht schon, ich bin ein bisschen zu nahe an die Linie rausgekommen. Dann blutet das natürlich ein bisschen aus, weil wir haben ja keine wasserfeste Tinte genommen. Also da immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ihr könnt da schon ganz gut arbeiten. Wir ziehen jetzt den Apfel einfach ein bisschen größer. Wer sagt, dass der so klein sein muss? Dann malen wir ihn halt ein kleines bisschen größer aus. Völlig wurscht. Wir sind ja die Künstler, wir sind die Chefs, nicht? In Wirklichkeit. Okay, und ihr seht es jetzt schon, durch das, dass wir da mit Papaya drüber gegangen sind, ist da in der Mitte natürlich von Haus aus jetzt ein bisschen ein hellerer Ton und das ist auch ganz gut so. Und jetzt holen wir uns da nochmal das Dunklere dazu und fahren da so richtig schön an der Kante entlang. Versuchen jetzt das Ganze nicht noch weiter aufzuweichen, sondern versuchen da mal eine schöne Linie zu ziehen. Eigentlich haben wir die von Haus aus. Das ist jetzt wirklich meine Schusselei, weil ich da jetzt einfach mit zu viel Wasser gearbeitet habe. Aber ich finde das immer ganz gut, auch wenn ihr das seht, weil ihr dann seht, wie ihr euch helfen könnt. Dann ziehen wir halt da einfach die Linie herum, ist ja wurscht, mit dem Rot. Dann haben wir so quasi eine randlose Aquarellarbeit. Was im Prinzip ja auch egal ist, weil die Savanne, was uns da jetzt ein bisschen aufgeweicht hat, so quasi, macht uns da jetzt gleichzeitig ein bisschen einen Schatten. Ist kein Fehler. Ist kein Fehler. Okay, jetzt ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass Sie dran denken, dass Sie von der Mitte auch rausarbeiten müssen. Der Apfel, der geht ja in der Mitte runter. Ne? Ich hätte auch wasserfeste Tinte nehmen können, aber ich wollte gern, dass das nicht zu hart wird. Also bei wasserfester Tinte sind wir dann so wie da, bei der Variante bei einem Schwarz. Ich muss euch nämlich einfach gestehen, dass ich die braune Stayson einfach nicht so hübsch finde. Deshalb verwende ich, wenn ich Stayson verwende, immer die schwarze. Ich wollte aber da bei der Variante haben, dass das ein bisschen Vintage wird, dass man auch die Konturen nicht unbedingt so richtig total super gut sieht. Und ich wollte auf gar keinen Fall, dass das irgendwie hart wird. Deshalb bin ich auf Savanne gegangen zum Stempeln. Und jetzt nochmal zurück zum Thema. Da geht ja der Stiel rein. Das heißt, wir müssen da von innen so ein bisschen nach außen arbeiten. Das heißt, ich nehme mir jetzt da nochmal dieses Rot und fahre von diesem Stielansatz einfach nach außen in so Halbkreisen. Und da könnt ihr euch jetzt an der Stelle, das ist ein bisschen Trick 17, könnt ihr euch ein bisschen von dem grünen Apfel dazu holen. Und ihr seht schon, wenn man das Sommersorbet mit dem grünen Apfel mischt, dann wird das so ein bisschen ein bräunliches Grün. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich versuche euch das mal ein bisschen näher zu halten. Das wird dann so ein bisschen bräunlich. Und das ist ja das, was ich total liebe an der Geschichte mit Aquarellieren,
dass man einfach die Farben nur so super miteinander mischen kann. Und durch dieses Miteinander vermengen, könnt ihr jetzt da nochmal ganz, ganz schön von diesem Mittelpunkt so quasi da rausarbeiten und habt dann da drinnen gleichzeitig ein bisschen mehr Schatten. Nicht zu weit, also zieht das Braun nicht zu weit raus, sondern nur da so ein bisschen. Dann kriegt ihr da drinnen den Punkt und könnt es nach außen dann heller werden. Jetzt lassen wir das da gerade mal ein bisschen trocknen und von uns, jetzt machen wir uns einfach mal da oben den Ast, damit der Apfel da ein bisschen Zeit hat zum Trocknen. Da verwende ich jetzt dafür das Wildleder, habe ich mir da hergerichtet. Und mit dem fahre ich da einfach entlang rein. Das male ich jetzt mit relativ wenig Wasser aus, also da hole ich jetzt nicht nur extra Wasser dazu. Fahre aber da gleich runter in diese Spitze, wo eben der Apfel rauswächst, so quasi. Da ziehen wir uns den Rest da so ein bisschen in die Blüte rein. Es ist einfach total super, wenn man mit Savanne und so stempelt, dann geht das so richtig unter. Also man hat dann das Gefühl, als wäre der ganze Ast so quasi, als hätte man den jetzt da händisch hingezaubert. Der schaut dann gar nicht mehr gestempelt aus. Das finde ich so cool. Einfach total super. Okay, sehr gut. Schaut gut aus. Ihr wisst schon, lila Schwammerl ausstreichen, damit unser Pinsel schön sauber ist. Okay, dann können wir an die Blüten gehen, weil warum nicht? Machen wir heute mal als nächstes die Blüten. Auch da gehe ich jetzt ein bisschen in das Papaya rein, obwohl, nein, ich gehe gar nicht ins Papaya rein. Ich gehe gleich rüber da in das Rosa, und zwar in den ganz, ganz hell verdünnten Rosaton und ziehe mir ganz ein kleines bisschen, Vorsicht, hinten ein bisschen Wasser rausziehen, ziehe mir ein bisschen von dem Rosaton da in die Blüten rein. Ganz vorsichtig, Apfelblüten sind nämlich in Wirklichkeit eigentlich weiß, mit einem Hauch rosa. Wir haben jetzt aber da drunter schon einen Sommersorbet-Papaya-Ton. Von daher können wir jetzt nicht mehr weiß werden, ist klar, nicht? Deswegen gehen wir ganz einen Hauch rosa in die Blüte rein, wischen unseren Pinsel aus, holen uns jetzt ein bisschen verdünntes Grün dazu, aber ganz wenig. Und vor allem mit ganz wenig Wasser. Wenn ihr wollt, dass der Pinsel relativ trocken ist, dann fahrt es mit der Küchenrolle hinter die Farbe hin, dann zieht nämlich die Küchenrolle so quasi von dem Pinsel ein bisschen das Wasser raus und es ist vorne die Farbe relativ trocken. Und so könnt ihr da gerade ganz ein kleines bisschen da in den Mittelpunkt reingeben, dass es ein bisschen frischer wirkt. Okay. Und dann holen wir uns noch ein bisschen kräftigeres Rot, aber nicht ganz das kräftige, sondern so das Mittelrot, sage ich jetzt einmal. Auch wieder kein Wasser nachdrücken, der Pinsel soll jetzt relativ trocken sein. Und da ziehen wir uns gerade ein kleines bisschen Rot in diese umgebogenen Blütenspitzen rein. Und auch da, wo der Schatten ist, der ist ja da von dem Stempel total super vorgegeben, so ein bisschen schraffiert. Auch da könnt ihr ein bisschen von dem Rotton reinsetzen. Dann wirkt dann die Blüte total real. Also so real, wie halt das da sein kann, sage ich jetzt einmal. Zieht euch da noch ein bisschen her und auch da so ein kleines bisschen in die Spitzen rein. Gerade so ein bisschen. Und wenn euch das jetzt zu kräftig ist, also zu sehr so quasi, wie soll ich denn sagen, ein zu kräftiger Strich ist, dann streicht euch einfach den Pinsel aus, holt euch noch mal ein bisschen Wasser, macht es einfach ein bisschen feucht, nicht allzu feucht, aber so ein bisschen. Und dann könnt ihr das noch mal ein kleines bisschen anlösen. Dann wird das meistens noch ein bisschen softer. Und wenn euch das noch immer zu wenig ist, dann holt euch ein kleines bisschen noch dazu von verdünnter Farbe. Und auch da könnt ihr dann noch mal so ein bisschen drüber gehen, dann bricht es das noch mal so ein bisschen auf. Und wird noch mal ein bisschen gefälliger. Okay. Mehr mache ich da gar nicht. Ich finde, dass die Blüte so wirklich total nett ist. Jetzt lassen wir sie noch trocknen, dann wird sie noch mal ein bisschen heller. Und mittlerweile ist der Apfel auch wieder so, dass wir hinten weiterarbeiten können.
Und jetzt wollen wir natürlich bei dem Apfel, und wenn ihr das ein bisschen von näher seht, dann seht ihr, das schaut jetzt schon relativ 3D-lastig aus. Aber wir wollen das natürlich noch ein bisschen mehr rausarbeiten, dass der Apfel da so ein bisschen Struktur hat, so wie da. Dass der da richtig so wie eine Apfelhaut einfach ist. So ein Apfel ist, hat ja gerne so ein bisschen, ja, so ein bisschen Striche drinnen halt. Zumindest bei dem jetzt. Und das geht total gut, wenn hinten relativ trocken ist. Dann könnt ihr jetzt zuerst noch mal ein kleines bisschen von dem Grün dazu holen. Und zwar jetzt nicht das bräunliche Grün, sondern verdünnt euch ein bisschen frisches Grün. Ganz dünn. Also wirklich ganz ein Hauch. Ihr seht schon da draußen, das ist jetzt ganz, ganz verdünntes Grün. Und mit dem fahre ich gerade da noch mal so ein bisschen entlang, wo der Schatten ist. Ziehe ich ihm da gerade noch mal ein kleines bisschen so ein Hauchgrün. Das sieht man oft so auf den ersten Blick gar nicht. Aber das sind die Dinge, die das macht es einfach total lebendig dann. Das bringt es dann im Endprinzip. Und ihr könnt es auch da aus der Mitte raus noch mal ein kleines bisschen mit diesem ganz verdünnten Grün drüber fahren. Okay, und jetzt holen wir uns mit einem relativ trockenen Pinsel, nicht zu trocken, aber relativ trocken, zuerst nochmal schnell sauber machen. Mit einem relativ trockenen Pinsel holen wir uns jetzt kräftiges Rot nach. Das muss jetzt wirklich unverdünnt sein und ihr seht schon, die Farbe zieht jetzt gar nicht weit nach hinten, weil einfach relativ wenig Wasser im Pinsel ist. Wenn ihr über das Lila durch drüber fahrt und das Lila durch ist nicht zu nass, dann ist der Pinsel genau richtig. Okay, damit hole ich mir jetzt die Farbe. Und wenn es da nur noch ganz nebelfeucht ist, sage ich jetzt einmal, dann ist es okay. Dann könnt ihr jetzt anfangen, diese Striche zu ziehen. Und ihr seht schon, das geht jetzt da recht gut. Und denkt immer dran, ihr müsst da von der Mitte rausfahren, weil der Apfel natürlich da diesen Mittelpunkt hat, durch den, wo halt der, ja, wo er halt vom Stamm rauswächst, so quasi. Und dann ziehen wir da gerade einfach so kleine, feine Striche runter. Einfach immer wieder absetzen, dann zieht sich das runter. Das wird einmal so und einmal so, das wird nicht immer ganz gleich. Und dann schaut das Ding so aus. Und so lassen wir es jetzt einfach nochmal trocknen und dann sehen wir ja, ob wir da nochmal nacharbeiten müssen oder ob das so passt. Okay. Jetzt gehen wir auf jeden Fall zu den grünen Blättern, weil es mir jetzt gerade gefreut, grüne Blätter zu machen. Da nehme ich mir jetzt auch wieder ein bisschen Wasser und ziehe mir ein kleines bisschen von dem Wasser in das frische Grün rein. Aber ohne Rot. Also da nehme ich jetzt wirklich nur das ganz, ganz frische Grün. Und ihr seht ja auch, da haben wir natürlich schon ein bisschen Grundfarbe drunter, macht aber nichts. Und jetzt ziehen wir uns einmal da einmal so ein bisschen das frische Grün drüber. Nicht zu nass, gell? So achtet jetzt darauf, dass er nicht zu nass ist, der Pinsel. Und jetzt tauchen wir ein bisschen ins Wasser und holen uns ein kleines bisschen von dem Olivgrün dazu. Und mit dem Olivgrün gehen wir jetzt gerade ein kleines bisschen da über diese Blattadern. Gerade so ein bisschen. Und dann seht ihr schon, dann wird das gleich um einiges dunkler an die Stellen. Und das macht es ganz gut, weil dann kriegen wir da schon mal einen guten Effekt. So, dasselbe machen wir auch bei dem anderen Blatt. Wir fahren also da drüber, schauen, dass das nicht zu nass ist. Ziehen uns da unseren ersten Grünton sozusagen drauf, dass wir diese erste Farbschicht drauf haben. Holen uns ein bisschen von dem Olivgrün und ziehen auch das gerade so ein bisschen diesen Blattadern entlang. Ziehen wir uns das da so ein bisschen drauf. Und durch das, dass die Grundfarbe schon ein bisschen feucht war, zieht es das jetzt auch so ein kleines bisschen auseinander. Und jetzt hole ich mir da wieder ein bisschen frisches Grün und fahre da noch mal ein bisschen drauf. Und habt keine Angst, das ist das Wichtigste. Traut euch einfach drüber. Es muss nicht perfekt sein, es wird schon schön. Und auch da ziehen wir uns jetzt nochmal das Olivgrün, das grüne Apfel ein bisschen drüber, über das ganze Blatt und soften das Ganze so ein bisschen ab. Und jetzt kommt der Clou wieder, ihr Lieben, und zwar ein kleines bisschen holen wir uns jetzt von dem verdünnten Rosa dazu, oder Summer Sobe. Und mit dem fahren wir jetzt nochmal ein kleines bisschen gerade da an den Blattadern entlang. Gerade ein bisschen, ein Hauch.
eine Nuance. Aber das bisschen Rot gehört einfach in die Blätter auch rein, damit das schön lebendig wirkt. Seht ihr das? Ich hoffe, man kann das über die Kamera erkennen. Das macht auf jeden Fall vollen Wind. Okay, so. Damit haben wir die Blätter, zumindest den ersten Teil der Blätter, auch schon gut erfüllt. Und jetzt werden wir uns noch unseren geschnittenen Apfel machen. Und für das nehmen wir jetzt nochmal verdünntes Papaya. Ganz, ganz verdünnt. Nur so ein Hauch. Und ziehen uns das verdünnte Papaya über den Apfel drüber. Und zwar rund ums Kerngehäuse, nicht das Kerngehäuse. Das lassen wir momentan aus. Also nur außenrum. Und dann holen wir uns ganz einen Hauch rosa. Wirklich wenig. Ganz, ganz verdünnt. Und mit dem ganz verdünnten Rosa fahren wir da nochmal rein. Aber das Kerngehäuse auslassen, ihr Lieben. Lasst mir das Kerngehäuse aus. Okay, das ist der Anschnitt vom Apfel, da tun wir jetzt momentan gar nicht mehr. Da tupfen wir uns sogar noch mal ein kleines bisschen runter. Das reicht, das passt so. Und jetzt holen wir uns ein bisschen kräftigeres Papaya. Ein bisschen fester, ein bisschen mehr Farbe, aber nicht die pure Farbe, schon ein kleines bisschen verdünnen. Und mit der machen wir jetzt da innen das Kerngehäuse. Da ziehen wir uns ein bisschen das Papaya rein. Das ist einfach eine super Farbe fürs Kerngehäuse. Und zieht es da auch ein kleines bisschen nach unten. Das geht da ja auch ein kleines bisschen noch Richtung Apfelputzen sozusagen runter. Das Kerngehäuse. Das darf da ruhig so ein bisschen rumgehen. Und holt euch ein Nuancegrün dazu. Das könnt ihr da so ein bisschen entlang ziehen. Wie ein V. Könnt ihr das da ziehen. Und auch da oben noch mal ein kleines bisschen grün. Und da unten holt euch ruhig ein bisschen eine kleine Spur dunkleres Grün dazu. Nur ganz wenig. Gerade ein bisschen. Okay. Jetzt machen wir außenrum die Farbe vom Apfel. Da nehmen wir uns einmal ein verdünntes Rot vom Sommersorbet und machen uns da mal die erste Schicht vom Apfel außen drauf. Gerade mal so, dass da mal so eine Grundschicht an Rot da ist. Auch da oben rum. Ein bisschen rot. Ziehen wir da her und da unten natürlich auch. Denkt an den Anschnitt da unten. So, dann holen wir uns ein bisschen kräftiger Rot dazu. Und denkt dran, da immer wieder reinzufahren in die Mitte. Ziehen wir uns das Ganze nach außen. Und außenrum um den Apfel. Und lasst euch einfach Zeit, macht das Ganze spielerisch, es ist einfach eine total schöne Arbeit, das Ganze ganz gemütlich zu machen, lasst euch nicht stressen, schaut euch eine nette Musik rein dazu zum Beispiel, ist total entspannend und eine schöne Arbeit. Okay, so, dann holen wir uns da dazu nochmal ein kleines bisschen von diesem, ich sage jetzt einmal braun-grün-rot. Das ziehen wir uns da nochmal so ein bisschen rein. Damit haben wir da wieder schön diesen dunkleren Part vom Apfel. Und schon schaut der eigentlich schon ganz gut aus. Und jetzt brauchen wir natürlich noch als Abschluss, also ihr seht schon, ich finde, das passt jetzt schon mal ganz gut. Jetzt brauchen wir aber als Abschluss noch ein bisschen Schatten. Weil jetzt momentan ist das für alles relativ okay angemalt. Aber es ist nur alles eine Ebene. Es fehlt uns nur der Schatten. Und deshalb ziehen wir jetzt gerade da am Blatt entlang und auch da am Apfel entlang, werden wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen dunkler machen. Und für das nehmen wir uns ein bisschen Rot, fahren uns da drüben so ein bisschen ins Grün rein, holen uns einmal einen kleinen Tupfen Wasser dazu, mischen wir uns jetzt da so ein Braun-Rot. Aber das soll jetzt schon rot sein. Also das soll jetzt nicht zu grünlastig sein. Und mit dem fahren wir jetzt da hinter dieser Linie vom Apfel entlang. Ihr seht ja, der Apfel, der hat ja da nochmal so eine Linie. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Und hinter dieser Linie und auch da unter dem Blatt, da ziehen wir uns jetzt den Schatten rein. Also da entlang ziehen wir das so ein bisschen rüber und auch da runter.
Da setzen wir uns jetzt den Schatten her. Und auch da können wir noch ein bisschen Schatten ransetzen. Dass das da ein bisschen, dass das da noch ein bisschen lebendiger wird. Aus diesem Putzen da raus oder aus diesem An-Ding raus. So. Können wir die da noch ein bisschen auslaufen lassen. Okay. Schaut ganz gut aus. Haben wir jetzt vielleicht eine ganze Spur zu kräftig, das softet man noch ein bisschen aus. Das ist nicht ganz so hart, das ist der Schatten. Dass wir da noch ein bisschen softer werden. Okay, sehr gut. Gut. Und auch da hinten, auch daher setzen wir noch ein bisschen einen dunkleren Strich, gerade da so entlang vom Blatt. Dass sich das da so ein bisschen abhebt noch. Ja. Okay. Ganz viel mehr machen wir nicht. Ganz ein bisschen holen wir uns noch von dem dunkleren Grün. Und setzen das noch ganz ein bisschen da unterhalb von der Blüte her. Auch da wollen wir ein kleines bisschen Schatten haben. Dass sich die Blüte oben ein kleines bisschen mehr absetzt. Machen wir ein bisschen ein dunkleres Grün noch da. Und dann, finde ich, dann ist das ganz okay. So lasse ich das jetzt. So bin ich für mich total zufrieden. Und finde, das ist ganz okay so. Und jetzt brauchen wir natürlich nur ein bisschen, weil wir wollen ja natürlich, dass das ein bisschen vintage ist. Das heißt, wir brauchen dann auch noch ein bisschen Sprenkler drauf. Und für diese Sprenkler nehme ich mir Wasser natürlich und hole mir genügend von dem, was habe ich? Wildleder. Ich mache da meinen Pinsel ziemlich voll damit. Also da ist jetzt richtig gut gefüllt mit Wildleder und Wasser. Und dann tropfe ich da gerade so drauf. Das kann ich jetzt natürlich nicht da machen, weil dann ist alles voll. Mit dem gehe ich jetzt gerade mal schnell über meinen Mülleimer und tropfe mir da gerade ein kleines bisschen drauf und versuche dabei jetzt aber nicht zu viel auf diesen angeschnittenen Apfel drauf zu patzen, sage ich jetzt einmal, weil den will ich natürlich eigentlich nicht gern total angekrümelt haben. So schaut jetzt das Ding aus. Und jetzt seht ihr schon, irgendwie tropft auch immer ein kleines bisschen da rein und das hole ich mir jetzt natürlich relativ schnell da wieder ein bisschen runter, weil ich will natürlich nicht, dass der Apfel allzu sehr noch faulig ausschaut oder so. Eh klar, oder? Und von daher müssen wir zuerst einmal schnell am Pinsel ein bisschen sauber machen und dann hole ich mir gerade frisches Wasser dazu, tupfe es hinten ein kleines bisschen ab und löse jetzt das gerade ein kleines bisschen da an. Dann tupfen wir drauf mit einer sauberen Seite. Da müssen wir jetzt einfach versuchen, ein bisschen die Farbe runterzuholen. Das klappt aber, zumindest ein Stück weit. Das klappt jetzt nicht total weit, aber ein Stück weit klappt das und der Rest ist okay. Kann uns mit dem jetzt einfach ein bisschen aussoften. So. Vorsicht, nicht zu viel, nicht, dass euch das Papier total peelt dann. Aber so ein bisschen passt schon. Und auch wenn das Papier ein ganz kleines bisschen peelt, ist das gar nicht so dramatisch, weil es irgendwie zu dem Effekt vom Apfel ganz gut passt. Okay. So schaut das also jetzt aus und so bin ich jetzt eigentlich total zufrieden. Es kommt meinem Original ziemlich nahe, außer dass der Untergrund ein bisschen kräftiger ist als bei meiner ersten Variante. Aber ihr seht, so funktioniert das Ding. Ausgestanzt wird das Ganze eben mit dem größten Büttenrand und dann habe ich es einfach auf den Untergrund von Savanne aufgeklebt. Ah, Renate, ich weiß nicht genau, ob man das nicht lernen kann. Ich glaube, dass da tatsächlich Übung den Meister macht.
Natürlich braucht man ein bisschen Gespür für Farbe. Das stimmt schon. Aber ja, es ist einfach, es funktioniert einfach irgendwie. Mit ein paar Tricks funktioniert das schon. Ja, genau, nochmal schnell eine Raupe reingestempelt, geht schon gut. Total gut. Okay, ihr Lieben, das war also Variante 1. Variante 2 ist im Prinzip eigentlich mehr oder weniger dasselbe Spiel. Es ist eigentlich nicht wirklich anders gemacht. Es ist gestempelt mit Stayson und dann ausgemalt mit exakt denselben Farben, exakt derselbe Vorgang. Also ich habe zuerst mit Papaya Gelb die Äpfel ausgemalt und bin dann mit dem Sommer Sorbet drüber gegangen. Habe das Ganze genauso mit den Grüntönen gemacht. Ich habe nur als ganz hellen Grün no, Ton noch das Papageiengrün dazu geholt. Deswegen ist das wesentlich kräftiger oder heller Grün als bei dieser Variante. Also, ihr seht schon, das ist natürlich ein bisschen schreiender Grün. Aber ansonsten ist es genau dieselbe Geschichte, dieselbe Variante. Wenn Sie diese wirklich gern sehen möchten, dann kann ich die gerne in einem von meinen nächsten Videos nochmal zeigen. Vielleicht schreiben Sie es als Kommentar drunter, wenn Sie es wirklich sehen wollen. Aber es ist im Prinzip eigentlich dasselbe in Grün. Es ist, wer das jetzt verfolgt hat, kann das auch. Es läuft ganz gleich. Ihr seht es, ich kann euch das gerne ein bisschen näher auch zeigen. Ich habe auch da wieder ein kleines bisschen das Rötliche reingezogen in die Blätter. Ich habe das Olivgrün ein bisschen in die Blätter auf die Schatten gesetzt. Also die Stempel sind ja super, weil die von Haus aus schon diese Schattenbildung vorgeben. Also auch bei dem sieht man genau, wo schraffiert ist. Und da sieht man dann auch schon automatisch, wo so ein bisschen die Schatten hinkehren. Und wenn ihr euch nach dem so ein bisschen orientiert, funktioniert das total gut. Also es ist wirklich ganz, ganz eine ganz, ganz easy Geschichte in Wirklichkeit, wenn man so ein bisschen das befolgt. Spannend. Also der eine oder andere möchte vielleicht wirklich gerne diese Karte Nummer 3 sehen. Ich kann die schon mit euch. Ach so, das war ja jetzt die 2er. Die Karte Nummer 3 läuft in Wirklichkeit auch sehr ähnlich. Ah, ich freue mich ja total. Ich bin total froh, dass ihr das nicht total langweilig findet, weil ich habe das, mir kommt vor, ich habe das gefühlt jetzt schon 10 Mal mindestens gezeigt, wie man ausmalt. Was soll ich sagen? Ich liebe es einfach. Ich tue das total gern. Wichtig ist dann auch immer wieder die Deckel auch sauber machen, also die Fremdfarben rausholen. Ihr könnt die Deckel ganz, ganz super verwenden zum Farbe mischen. Aber tupft euch danach bitte das Wasser raus, das ihr reingetropft habt, und holt euch vor allem die Fremdfarbe raus. So ein kleines bisschen Wasser auf der Küchenrolle. Und dann wirklich die Fremdfarben raustupfen, das ist ganz, ganz wichtig, damit ihr, wenn ihr danach die Stempelkissen zusammendrückt, nicht die Fremdfarbe ins Kissen reindrückt. Also macht das wirklich am besten gleich, wenn ihr fertig seid mit Ausmalen, dann immer gleich die Deckel schön wieder sauber machen. Also ihr müsst nicht die ganze Farbe weggeben, das tue ich auch nicht. Aber den Teil, wo Fremdfarbe dabei ist, das gebe ich immer raus. Der Rest kann ruhig bleiben, den braucht man ja fürs nächste Mal auch wieder zum Ausmalen. Ich mag das total gern. Manche tupfen sich auch die Farbe auf Acrylblöcke, das geht auch. Aber ich bin einfach totaler Freund, ich mag das total gern da drinnen, weil ich habe einen weißen Untergrund, ich sehe genau, wie sich die Farbe verhält. Bei einem Acrylblock klappt auch. Ich kann auch auf einen Acrylblock Farbe draufgeben und von da runtergeben. Aber ich habe immer drunter eher einen gräulichen Ton und ich habe das, dass ein Acrylblock nebenbei noch mehr spiegelt. Das heißt, der Acrylblock selber bricht schon das Licht und man sieht einfach nicht mehr ganz so gut, wie sich die Farbe verhält. Ich zeige euch das gerne mal. Also wenn ihr da das verwascht, dann kann man das weniger gut sehen, als wenn man dasselbe da drinnen macht. Da drinnen sieht man ganz genau, wie sich die Farbe verhält, in was für Bestandteile spaltet sich die Farbe auf, nenne ich es jetzt mal. Das Spannende ist nämlich, dass bei dem Sommersorbet, wenn man das ein bisschen aufdröselt mit Wasser, das kriegt so ganz ein bisschen auch einen orangigen Ton. Das hat so,
Das hat sogar einen ganz einen leichten Grünhauch mit drinnen. Also ich finde das ja ganz spannend, wenn man Farbe genau anschaut. Also wenn man nicht nur auf den ersten Blick, was sehe ich auf den ersten Blick bei einer Farbe, sondern wenn man Farbe ein bisschen auf sein Auge wirken lässt und ein bisschen genauer hinschaut, was sehe ich da, dann sieht man vor allem ganz viele Einwirkungen. Man sieht dann, das ist nicht nur rot, sondern da ist ein bisschen ein Orangeteil drin und da ist ein Hauch Grün mit dabei. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ich liebe das. Also ich bin da total, ich liebe das einfach. Das kann ich auf einem Acrylblock nicht sehen. Ihr seht das total gut, glaube ich, jetzt. Oder ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Da wirkt es einfach nur suppig rosa. Die Farbe ist aber nicht suppig rosa. Die hat nur einen anderen Ton dabei. Und deshalb mag ich viel, viel lieber in diesen Stempel Kissen drinnen arbeiten, als auf dem Acrylblock, weil man einfach die Farbe viel, viel besser sieht. Also nützen Sie das bitte gerne, dass man das so super machen kann in die Stempel-Abstempelkissen. Es ist einfach gut. Mal ganz abgesehen davon, dass ich vom Acrylblock immer dann die ganze Farbe runternehmen muss, während ich dessen ich da drinnen den Restfarbe natürlich noch verwenden kann. Und was Farbe angeht, da bin ich echt geizig. Immer schon gewesen. Farbe ist einfach mein Ding. Ihr wisst schon. Okay, schön, ihr Lieben. Ha, heute habe ich wieder viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Dabei auch wieder viel erzählt von meiner Farbensicht und warum ich das so liebe. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gut gefallen hat und ihr wirklich das eine oder andere mitnehmen könnt. Und ja, euch das wieder ein bisschen weiterhilft und ihr euch dran traut. Probiert es bitte aus. Ich finde es total super. Und es ist ganz, ganz schade, wenn ihr sagt, ah, ich kann das einfach nicht. Probiert es. Macht es einfach. Es ist wirklich. Da ist das Tun ist das Wichtigste. Reinspringen, ausprobieren, tun. Wunderbar. Okay, ihr Lieben. Morgen ist, wie gesagt, die Cornelia dran von Papierglück, also Papier minus Glück. Und ich hoffe, ihr schaut da auch recht fleißig rein. Von der Cornelias Video geht immer um 15 Uhr online. Und ich bin dann wieder am Donnerstag dran mit einem zweiten Projekt. Bin schon ganz gespannt, was ich mir bis dorthin noch ausdenke. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen Abend und weiterhin noch ganz, ganz viel Spaß mit unserem Wunderwelt-Mädels-Katalog-Countdown. Schön, ihr Lieben, dann alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.